Herzlich willkommen zu unserem MicroTouch Titanium Trim Anwender Video. In diesem Video erfahren Sie, wie MicroTouch Titanium Trim richtig angewandt wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Los geht's! In der Verpackung finden Sie MicroTouch Titanium Trim, eine Reinigungsbürste, 5 Styling-Aufsätze, eine Bedienungsanleitung und 2x AA-Batterien. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Gebrauchsanleitung gründlich zu lesen. Vor der ersten Benutzung: Batterien einlegen. Das Batteriefach befindet sich am unteren Ende des Gerätes. Um das Batteriefach zu erreichen, ziehen Sie den Stiel vollständig aus, drücken Sie auf das gelbe Batteriesymbol und ziehen Sie das Gerät auseinander. Drehen Sie zum Öffnen die Batteriefachabdeckung gegen den Uhrzeigersinn. Legen Sie 2 AA-Batterien korrekt ausgerichtet in das Batteriefach ein. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie auf die Abdeckung drücken und sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie einrastet. Setzen Sie den Stiel wieder auf das Gerät auf. Wenn Sie die eingerastete Position erreichen, drücken Sie auf das gelbe Batteriesymbol und schieben es, bis es vollständig schließt. Den richtigen Styling-Aufsatz wählen. Erstens, um den richtigen Aufsatz zu wählen, legen Sie alle 5 Styling-Aufsätze so hin, dass die Länge sichtbar ist. Zweitens, jeder Aufsatz gibt die Haarlänge an, die nach dem Trimmen verbleibt. 2 mm, 6 mm, 13 mm, 19 mm, 25 mm. Drittens, schieben Sie das offene Ende des Styling-Aufsatzes über den Klingenkopf, bis ihr einrastet. Viertens, um einen Styling-Aufsatz abzunehmen, halten Sie das Gerät fest und ziehen Sie den Aufsatz nach oben. Hinweis: Der 25 mm Aufsatz unterscheidet sich von den anderen. Benutzen Sie den 25 mm Aufsatz beim Schneiden nur mit der Führungsfläche gegen Ihren Kopf. Um das Haar angemessen zu heben, hat der 25 mm Aufsatz nur eine Führungsfläche. Die anderen 3 Aufsätze und das Blade Guard können mit beiden Seiten gegen Ihren Kopf gerichtet benutzt werden. Haare oder Bart schneiden, trimmen mit einem Styling-Aufsatz. Um beste Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Gerät nur auf trockenem Haar. Wenn Sie das erste Mal schneiden, trimmen, fangen Sie mit dem Styling-Aufsatz mit der größten Länge an, damit Sie die Funktionsweise des Geräts kennenlernen. Drücken Sie den Ein-Aus-Knopf. Das LED-Licht geht an und die Klinge beginnt sich zu bewegen. Fangen Sie am oberen Kopfende an und trimmen Sie von vorne zu Ihrem Hinterkopf. Halten Sie das Ende des Styling-Aufsatzes gegen Ihren Kopf und bewegen Sie dieses durch Ihr Haar in kurzen Strichen. Das seitliche Haar trimmen. Bewegen Sie das Gerät von Ihrem Hinterkopf nach vorne. Sie können das seitliche Haar auch trimmen, indem Sie das Gerät auf und ab bewegen. Media Shop Tipp: Um beste Ergebnisse zu erzielen, schneiden Sie entgegen dem Haarwuchs. Falls Sie nicht die gewünschten Trimmergebnisse erzielen, heben Sie Ihr Haar von der Kopfhaut und kämmen es durch. Ausziehbarer Griff: Der Griff des Trimmers ist ausziehbar, damit schwer erreichbare Stellen optimal getrimmt werden können. Halten Sie den Stiel des Gerätes und ziehen Sie diesen vorsichtig, bis er in der ausgezogenen Position einrastet. Hinweis: Wenn Sie an dem ausziehbaren Stiel zu fest ziehen, löst er sich von dem Gerät. Reinigung: Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, nehmen Sie die Styling-Aufsätze ab. Benutzen Sie die mitgelieferte Bürste, um getrimmte Haare aus dem Hauptteil des Gerätes oder um die Klinge herum zu entfernen. Sie können auch die Bürste verwenden, um Haare aus dem Bereich zwischen den Kammzinken zu entfernen. Der Griff kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 36 06 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst@mediashop.tv. Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der direkt zum MicroTouch Titanium Trim führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit MicroTouch Titanium Trim und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Mediashop-Team.